Frisdery. Moments in the history of Frisbee. In den 1970er Jahren beginnt sich die Plastikscheibe in Deutschland zu verbreiten. Der erste bekannte Kontakt stammt sogar noch aus einer Zeit davor. It was the summer of 69, lautet ein entsprechender Nachrichtenbeitrag auf www.frisbeesportverband.de aus dem Jahr 2006. Damals ist es der 18-jährige Hamburger Bodo Saukeda, der auf dem Höhepunkt der Hippie-Ära in Würzburg von dort stationierten US-Soldaten eine Frisbee-Scheibe geschenkt bekommt und die ersten Anleitungen zum Werfen erhält. Noch im selben Jahr 1969 findet er begeisterte Mitspieler im Hessepark in Blankenese. Die stark anwachsende Gruppe erfindet eigene Spiele, die sie Frisbee-Tennis, Frisbee-Rugby oder Frisbee-Zielwurf nennt. Die erste bekannte deutsche Frisbee-Sportgruppe fiel langsam aber stetig auseinander, als um 1978 herum der öffentliche Park in Blankenese umstrukturiert wird. In diese Zeit fällt die Gründung anderer Frisbee-Sportgruppen in Deutschland, die bereits das Mannschaftsspiel Ultimate verfolgen, aber auch noch weit stärker als heute dem Overall verpflichtet sind, unter anderem in Rothenburg, Frankfurt und Essen. Jörg Kirche-Kirchner erinnert sich an eine Frisbee-Roadshow im Juni 1979 in Frankfurt am Main mit der Overall-Weltmeisterin Laura Engel. Noch im selben Monat fanden die ersten deutschen Overall-Meisterschaften im Gruger Park in Essen statt. Bei der Overall-DM in München im kommenden Jahr wurde das erste legendäre Ultimate-Frisbee-Spiel in Deutschland ausgetragen. 1980 baute Thorsten Görke von den Kangaroos Essen eine eigene Frisbee-Roadshow aus. Bei der ersten deutschen Ultimate-Meisterschaft 1981 in Duisburg wurde 5 gegen 5 gespielt. Es traten Essen, Rothenburg, Frankfurt und Hamburg an. Seitdem finden ununterbrochen jährlich an wechselnden Orten die deutschen Meisterschaften im Ultimate statt, seit 1996 parallel dazu mit einer Damen-Ultimate-Entscheidung. Seit 1991 ist Ultimate offizielle Wettkampfdisziplin des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes ADH. Seit 2003 gibt es deutsche Meisterschaften im Mixed Ultimate, seit 2007 im Junioren Ultimate U15 und U20. Die ersten deutschen Open Ultimate Meister waren die Kangaroos Essen, danach zweimal Skywalkers Rothenburg, dann das Team 42 Dreieich, die Gummibärchen Karlsruhe und anschließend wechselweise dieselben Teams bis 1994, als Mirsanbier München den ersten von bisher 3 Meistertiteln errang. Bisher holten insgesamt nur 8 verschiedene Open-Teams den deutschen Meistertitel, allen voran der 9-fache Rekordmeister Feldrenner Mainz. Martin Hirsch vom Team 42 hat jüngst eine ewigen Bestenliste erstellt, in der sich Mainz nunmehr vor das Team 42 und Mirsanmir gesetzt hat. Mehr dazu im kommenden Jahrbuch 2009 des Deutschen Frisbeesportverbandes. Frisdery. Moments in the history of Frisbee.